Und es heißt wieder Bundesliga in Deutschland und heute empfängt der SV Werder Bremen die Eintracht aus Frankfurt und ich denke mal, dass jeder noch weiß, wie die Partie in der letzten Saison am letzten Spieltag ausging. Da konnte der SV Werder Bremen die Eintracht aus Frankfurt mit 1:0 bezwingen durch ein Tor in der 88. Minute durch Papi Mison Djilobodji, der geliehen war vom FC Chelsea, und somit hat Werder den Klassenerhalt sicher gemacht und Frankfurt in die Relegation katapultiert. Aber danach sieht es bei Frankfurt momentan ja nicht aus. Wir sehen hier nochmal Werder Bremen, Verein mit der schlechtesten Abwehr. Wir sehen hier Schießbuderliga, 27 Gegentore kassiert, mehr als der HSV, der trotzdem schlechter in der Liga dasteht. Aber bei Eintracht Frankfurt sieht es ja relativ gut aus, aber wir schauen uns erstmal die Aufstellung der Werderaner mit Wiedwald im Kasten, Gebrselassi, Sané, Moisander, Garcia wieder in der Innenverteidigung, Gnabry, Fritz, Bargfrede und die Nullwitte im Mittelfeld und dann der Hammersturm mit Pizarro und Kruse. Also Werder Bremen hat alle Neulinge hier raufgepackt. Aber was heißt Neulinge? Es sind alles alte Hasen, aber sie stehen jetzt in der Saison neu auf dem Platz. Außer Pizarro, der ja schon 30 Minuten gegen Schalke spielen konnte. Aber er konnte halt in einem Spiel, das schon verloren war, auch nichts mehr dran ändern. Jetzt schauen wir uns einmal die Startelf der Frankfurter an. Mit Radetzky im Kasten, Abraham, Hasebe, Vallejo, Bilden, Dreierkette, Chandler, Hussi, Mascarell und Uchipka im Mittelfeld. Fabian, Meier und Gacinovic dann in der Offensive. Und ja, was ich sagen wollte, Frankfurt sehr gut bisher in dieser Saison. Haben wir jetzt 1:0 überraschend gegen die Kölner gewonnen. Was auch ein super Spiel war von ihnen. Und womit, denke ich mal, die wenigsten gerechnet haben. Aber bei Werder die ganzen Comebacker da. Und dann dürfte es gleich losgehen. Und vielleicht bringen sie Werder wieder auf die Erfolgsspur, die ja nach der Start-Euphorie von Alexander Nuri jetzt wieder etwas abgerutscht sind. Und wieder ganz tief im Tabellenkeller drin hängen mit Ingolstadt und dem HSV. Und damit geht es jetzt los. Wir werden sehen, ob die Neulinge bei Werder Bremen etwas bewirken. Aber ich sag mal Neulinge. Dabei sind das eigentlich schon ganz alte Hasen. Aber es ist schön, sie jetzt wieder auf dem Rasen zu sehen. Da war gleich Philipp Bargfrede und Pizarro verliert erstmal den Ball. Das ist aber ein bisschen untypisch für ihn. Aber jetzt kommt direkt Eintracht Frankfurt. Werder verteidigt hier ziemlich offensiv. Was ja gegen Gladbach schon nicht ganz so gut funktioniert hat. Mal sehen, ob sie es hier besser ausspielen können. Einwurf Gebrselassie. Angetäuscht, jetzt auf Gnabry geworfen, der auch im Länderspiel gegen San Marino eine überragende Partie abgeliefert hat. 3 Tore bei dem 8:0-Sieg hat er beigesteuert. Das war auf jeden Fall ein super Spiel und da können die Veteranen echt froh sein, dass sie den hier im Kader haben dürfen, der jetzt hier nicht den Ball kriegt. Kruse trägt den nämlich erstmal aus, das war nicht ganz so geschickt gemacht von ihm, aber kann ja noch was werden. Wie eine schlechte Ballannahme von Kruse, mal sehen, ob es ein Fehler war von Nuri, sie direkt von Beginn an ranzulassen. Fritz klärt den Ball erstmal aus, aber momentan eine etwas zerfahrene Partie. Wir sehen jetzt hier erstmal wieder die Frankfurter. Über Mascarell. Timothy Chandler rausgespielt auf Fabian. Der trickst da ein bisschen rum, aber der Ball landet dann direkt in den Füßen von Bargfrede. Und vielleicht geht es jetzt mal schnell. Aber mit Kruse und Pizarro haben sie natürlich nicht die schnellsten Offensivläufer da drin. Pass gespielt auf Fritz, aber der natürlich auch nicht schnell genug, um am Abraham vorbeizukommen. Ersten 8 Minuten gespielt und bisher keine wirklichen Chancen für die Mannschaften. Erstmal so ein Abtasten im Mittelfeld. Ballverluste bestimmen die Partie. Und noch keinen Torschuss haben wir gesehen. Aber vielleicht ja jetzt über Slatko Junusovic. Boah, schönes Dribbling gegen Chandler. Santiago Garcia sehr offensiv rausgespielt. Slatko Junusovic. Junusovic läuft da leider direkt Abraham in die Beine. Ärgerlich, hätte man mehr draus machen müssen in der Situation. Und Garcia macht das da eigentlich gut, aber der Unterteilscher meinte, einen Foul gesehen zu haben. Vielleicht sehen wir gleich nochmal eine Zeitlupe. Ich meine, das war eigentlich eine relativ saubere Situation. Wir werden das dann nochmal sehen hier. Er lag da, glaube ich, etwas zu lang und hat dann gesperrt. Kann man, glaube ich, geben, das Foul. Und jetzt legt Frankfurt sich den Ball zum Freistoß zurecht. Abraham wird diesen gleich ausführen. Lässt sich da jetzt sehr viel Zeit. Und spielt ihn dann kurz auf Timothy Chandler. Husti.
Eintracht Frankfurt versucht jetzt mal in die Offensive zu kommen über Fabian, aber der verliert den Ball direkt an Santiago Garcia. Aber was macht er denn da? Husti wieder am Ball und Junuzovic ist da. Sehr gute Zweikämpfe beider Mannschaften bisher. Zumindest wenn es darum geht, den Ball zu erobern, wenn es darum geht, ihn zu halten. Sieht es nicht so prickelnd aus bei beiden Mannschaften. Jetzt war Gnabry vielleicht, aber dann nicht schnell genug. Und Abraham ist eher zur Stelle, der natürlich jetzt hier mit Selbstbewusstsein in der Partie drin ist und auf den wer da auf keinen Fall verzichten kann. Aber momentan kriegen beide Mannschaften noch nicht viel hin, was glaube ich momentan gut ist für Werder. Aber jetzt kommt Frankfurt mal über die Seite mit Fabian. Kann die Flanke schlagen, aber die landet im Tor aus und keine Gefahr. Aber war anscheinend abgefälscht, was Santiago Garcia noch dran. Es wird einen Eckstoß geben. Und mal sehen, ob Felix Wiedwald da dann gleich schon direkt eingreifen muss. Und mal sehen, ob die Werder-Spieler nach einem Standard mal wieder einfach stehen bleiben können. Wie zuletzt gegen Schalke des Öfteren ausgeführt. Und da ist Abraham, Gnabry klärt. Kommt aber keiner ran, außer Gacinovic. Frankfurt macht jetzt Druck. Timothy Chandler. Chandler! Moisander dazwischen, kloppt den erstmal nach vorne und da steht keiner wieder Abraham zur Stelle. Oczypka. Oczypka, gutes Dribbling gegen Bargfrede, Mascarell. Weiß da nicht wirklich wohin, spielt ihn nochmal auf Oczypka und der trägt ihn dann genau in Gebers Selassie rein. Also bisher eine sehr zerfahrene Partie, keine Mannschaft mit irgendwelchen großen Vorteilen. Aber jetzt kommt vielleicht nochmal Werder vor der Pause mit Junuzovic. Aber so ein Pass kann man natürlich nicht auf Claudio Pizarro spielen. Also Werder ist noch nicht wirklich drin in der Partie. Aber Junuzovic, da gattert sich der Stürmer den Ball. Und die Stürmer kann man gut mal mit Flanken füttern. Aber er verliert den Ball gegen Chandler. Aber es gibt den Eckstoß. Wo Werder jetzt natürlich auch physisch starke Spieler drin hat. Wie einen Pizarro, einen Kruse. Und dann noch einen großen Lamine Sané, der dann auch noch da im Strafraum steht. Da sehen wir ihn an der 16er Kante. Eckstoß kommt rein, aber zu lang ist nur Vallejo zur Stelle. Aber sie haben ihn nochmal mit Moisander. Läuft jetzt einfach mal durch, legt den Ball auf Clemens Fritz, steckt durch Junuzovic, Pfosten! Was ein Angriff, Gabriel Selassie Radetzky. Jetzt Werder Bremen mit einer unfassbar guten Chance, hier zur Entführung zu gehen. In der 30. Minute, aber sie haben sie nicht genutzt, sondern Ball an den Pfosten. Und so eine Chance musst du eigentlich machen, wenn du so ein Spiel gewinnen möchtest. Eintracht Frankfurt ja auch kein einfacher Gegner und wer weiß, wie viele von diesen Chancen sie noch kriegen. Aber sie machen weiter. Aber das war ein ganz schwacher Ball von Gabriel Selassie. Und jetzt kommt Gacinovic über die Seite. Gabriel Selassie bügelt seinen Fehler aus und damit haben sie wieder den Ball. Blockt dann da Gnabry, Gabriel Selassie noch nicht wirklich mit dem Kopf angekommen hier in diesem Spiel. Zlatko Junuzovic. Moisander, langer Ball auf Garcia und der steht da ganz mutterseelenallein, geht da vorbei am Erstbring. Die Flanke, Kruse verpasst. Und Vallejo nimmt den noch unfassbar gut an, aber Werder hat den nochmal im Nachsetzen. Bargfrede. Jetzt ist Werder bissiger. Garcia auf Junuzovic. Wieder Garcia! Aber der geht dann doch ein gutes Stück über den Querbalken. Und Werder Bremen hätte sich jetzt hier das 1-0 verdient. Und sollten hier zum jetzigen Stand doch mit 1-0 in die Pause gehen. Aber Garcia verzieht den dann ein bisschen und der geht weit drüber. Hätte er dann vielleicht doch lieber den Pass suchen sollen. Abschuss der Frankfurter Radetzky kurz auf Vallejo. Alex Meyer, Moisander, holt sich da gut den Ball gegen Alex Meyer, der auch nicht gut in Form ist. Und jetzt der lange Pass auf Pizarro, der das aber dann nochmal gut macht gegen Abraham. Und dann wird die Situation unterbunden. Der Schiedsrichter meint da ein Foul gesehen zu haben von Claudio Pizarro. Das würde ich gerne nochmal sehen in der Wiederholung, aber die kriegen wir anscheinend nicht zu sehen. Denn da war meiner Meinung nach kein Foul gegen Abraham. Pizarro hat einfach nur seinen Körper eingesetzt, das war simpler Körpereinsatz. Also. Was der Schiedsrichter da gesehen hat, weiß ich nicht. Der ist ein bisschen kleinkariert, aber durch die Partie umso fairer, würde ich einfach mal sagen. Abraham kloppt den Ball nach vorne. Der kommt aber nicht postwendend zurück, weil Alex Meyer sich da gut durchsetzt gegen Santiago Garcia. Und auch die weiten Wege mit nach hinten geht.
Timothy Chandler. Weiß jetzt nicht wirklich wohin. Alex Meyer durchgesteckt. Fabian. Weiß auch nicht wohin. Kommt da nicht vorbei. Moisander hat sich die Pille geholt. Und macht jetzt kurz besser mit Barkfrieder am eigenen 16. Das ist sehr riskant, aber sie wollen den Ball nicht schlagen. Was man ja in den letzten Spielen immer gesehen hat. Fritz jetzt mal mit einem langen Ball auf Serge Gnabry und der Köst der Butter weicht der Pass perfekt auf den Mann. Und jetzt Claudio Pizarro und Max Kruse im Duett. Aber Max Kruse vertändelt da den Ball. Aber sie holen sich den zurück, weil sich die Frankfurter selber über den Haufen laufen. Und da hat der Schiedsrichter wieder ein Foul gesehen. Aber da kann ich ihm gleich sagen, das war eine absolute Fehlentscheidung. Max Kruse, gar kein Einwirken von ihm. Da haben sich die Frankfurter nur eigenständig über den Haufen gerannt. Was er da jetzt wieder gesehen hat, das weiß ich nicht. Jetzt aber mal ein langer Ball auf Fabian, der ist auch schneller als Santiago Garcia. Bringt den Typ in die Mitte. Gabriel Selassie ist da. Garcia kann die Situation dann jetzt entschärfen. Und das dürfte es gewesen sein für die erste Halbzeit. Die beiden Mannschaften gehen mit 0:0 in die Pause. Und Werder Bremen hätte hier schon auf jeden Fall mit 1:0 vorne liegen können. Und dann werden wir sehen, ob sich noch jemand in der zweiten Halbzeit die Partie für sich entscheidet. Und momentan tippe ich auf den SV Werder Bremen. Und damit gehen wir rein in die zweite Halbzeit dieser Partie. Keine Wechsel, beide Mannschaften unverändert. Und die Konzentration sollte jetzt mal langsam diesen Platz erreichen. Im Abschluss und den Pässen zu ungenau bisher. Mal sehen, ob das jetzt besser wird. Und jetzt kommt direkt Eintracht Frankfurt über Marco Fabian. Der sich da ein bisschen festdribbelt, aber dann noch auf dem Kanter Fuß. Jetzt ist er auf dem Flügel, könnte die Flanke schlagen. Aber Junuzovic spitzelt ihm da gut den Ball von den Füßen. Und die Veteraner spielen das wieder aus über Slatko Junuzovic. Wenn da natürlich mal ein Fehlpass drin ist, dann sieht es bitter aus für die Veteraner. Aber bisher machen sie das echt souverän. Und jetzt Kruse auf die Außenbahn gespielt. Serge Gnabry. Der Nationalspieler mit einem super Pass auf Pizarro, der da aber leider am Abseits stand. Und die Flanke wäre auch, glaube ich, ein bisschen ins Niemandsland geflogen. Aber das wollen wir jetzt hier nochmal ansehen, ob das denn wirklich Abseits war. Oh, das ist knapp, aber ich denke, das kann man so pfeifen. Wäre eine knappe Geschichte. Aber so ist es nun mal. Und jetzt der Freistoß. Vallejo schlägt den weit nach vorne. Und der Ball geht durch alle durch, an Freund und Feind vorbei. Aber letzten Endes hat Werder den Ball. Über Slatko Junuzovic rübergelegt. Clemens Fritz. Wieder ein langer Ball und wieder so ein guter, aber leider kommt Vallejo da mit dem Kopf dann zuerst an. Husti. Alex Meyer. Ja, da macht da gut die Räume dicht. Die Frankfurter wissen hier nicht wirklich, wo sie den Ball hinspielen sollen. Husti. Übergelegt auf Alex Meyer. Jetzt mal durchgesteckt. Husti. Husti bleibt hängen, aber Chandler spielt auf die Außenbahn. Gabriel Selassie ist nicht da. Gacinovic kann die Flanke bringen. Moisander kann gerade noch den Ball zur Ecke klären. Vor dem Einschuss bereiten. Es müsste, weiß ich nicht, Fabian vielleicht gewesen sein. Ich habe es nicht genau gesehen. Und jetzt geht Philipp Barkfrede vom Platz, der natürlich noch nicht die ganzen 90 Minuten durchspielen kann. Und für ihn kommt Florian Grillic in die Partie. Und Alex Meyer verlässt den Platz. Und Taras Seferovic jetzt für ihn in der Partie. Und mal sehen, ob diese beiden noch mehr Power in die Partie bringen können. Grillic ja auch seit 21 Jahren deutlich jünger als Philipp Barkfrede. Mal abwarten, wie sich das Spiel so entwickelt. Jetzt erstmal die Flanke von Eintracht Frankfurt. Entschuldigen Sie. Da springt Junuzovic schon weiter mit die Chandler. Wiedwald, was eine Parade. Wichtig, wichtig vom Werderaner Keeper. Chandler kommt da ganz frei zum Abschluss, was wir oft schon bei Werder gesehen haben. Und den muss er eigentlich machen, aber Wiedwald mit einem Wahnsinnsreflex mit der rechten Pranke noch dran. Nächster Eckstoß, Hussi. Kommt wieder hoch. Junuzovic, diesmal springt er nicht vorbei, aber Hasebe. Und Junuzovic wieder da. Jetzt vielleicht mal den schnellen Konter einleiten. Über Claudio Pizarro, der nicht für seine Schnelligkeit bekannt ist, aber jetzt erstmal rüberlegt auf Grillic und das hat etwas zu lange gedauert. Jetzt wieder nach hinten auf Gabriel Selassie und damit die Chance zum Konter definitiv vertan. Aber vielleicht können sie einen kontrollierten Angriff fahren. Über Claudio Pizarro jetzt rübergelegt. Slatko Junuzovic. Wieder Junuzovic.
Jetzt mit der Hacke auf Garcia, der hat Platz, der bringt die Flanke rein und Vallejo köpft Radetzky den Ball noch quasi weg. Den hätte Radetzky, denke ich mal, sicher gehabt. Aber Vallejo entscheidet sich, den wegzuköpfen. Und hier sehen wir nochmal die Situation. Und was eine Parade von Felix Vietwald. Überragend hat er das gemacht. Und jetzt der Eckstoß ausgeführt von Max Kruse. Nicht von Junuzovic, interessant. Aber sie wissen bestimmt, was sie tun. Aber es gibt erstmal den Wechsel. Timothy Chandler geht runter und Ayman Barkok kommt in die Partie. Auch ein junger Spieler im Dienste der Frankfurter. Mal sehen, was er noch in die Partie reinbringen kann. Ist natürlich immer riskant, so ein Wechsel bei einer Ecke. Der bringt nochmal Unruhe rein, aber mal sehen, wie Werder Bremen das hier ausspielen kann. Flanke kommt und Radetzky mit leichten Schwierigkeiten. Sané auf Kruse. Abgeblockt, jetzt nochmal Sané. Aber er nimmt den Einwurf. Weiß jetzt nicht wohin, weil Kruse sich nicht anbietet. Aber Kruse hat den Ball. Geht da gut vorbei, bringt jetzt den Chip. Abraham ist da, Pizarro holt sich den nochmal. Kackendreist holt er sich da den Ball zurück. Könnte jetzt die Flanke spielen, macht er nicht. Geht ins Dribbling, setzt den Körper ein. Das macht er ganz stark. Der alte Claudio Pizarro. Und er fightet gegen Abraham. Aber letzten Endes hat er dann doch den Ball verloren. Und Santiago Garcia viel zu weit aufgerückt. Fabian ist jetzt durch. Fabian ist durch, allein auf weiter Flur. 69. Minute. Lässt sich abdrängen von Sané. Kann die Flanke nicht bringen. Eckstoß. Nee, Einwurf. Ist noch vor der Eckfahne rausgeflogen anscheinend. Und der nächste Wechsel. Claudio Pizarro verlässt die Partie. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und für ihn kommt Lennarty in die Partie, der bisher auch noch nicht viel Einsatzminuten hatte, aber immer eingewechselt wurde, wenn er denn mal spielen durfte. Und dann auch zuletzt, denke ich mal, bei seiner Einwechslung war das, hat er auch das Tor erzielt. Und jetzt ist wieder Frankfurt da über Oczipka und Wiedwald wieder da. Da ist kein Vorbeikommen an ihm. Möchte sich nochmal beweisen. Droppen die ja jetzt auch wieder im Training mit dabei. Da muss er sich natürlich beweisen, dass er auch weiterhin im Kasten stehen darf. Und das macht er in diesem Spiel Weltklasse. Und es wird gleich den nächsten Eckstoß geben. Ausgeführt von den Frankfurtern. Hier sehen wir nochmal die Statistik. Frankfurt mit 52% bei Besitz und Werder mit 48. Und jetzt die Frankfurter. Der Ecke. Husti geht da gut vorbei an Clemens Fritz. Husti im Strafraum. Immer noch Husti gegen Gabriel Selassie. Husti weiß nicht wohin. Legt den nach hinten. Mascarell. Oczipka, ungenauer Pass, aber die Frankfurter haben den noch. Mascarell auf Gacinovic. Jetzt wird's brenzlig für Werder Bremen. Oh, Oczipka, aber Sané holt sich den Ball. Jetzt vielleicht mal ein schneller Konter. Über Serge Gnabry, der auch relativ schnell ist. Auf Clemens Fritz gelegt. Und jetzt wird's eng. Gut formiert die Frankfurter. Florian Grillitsch, der eingewechselte Mann. Geht da wieder Dribbling und da haben wir gerade leichte Übertragungsschwierigkeiten. Jetzt kommt Lennarty. Und dann Junuzovic mit einem etwas zu ungenauen Pass. Rüber in die Mitte. Immer noch bleibt es dann beim 0-0. Der nächste Wechsel. Santiago Garcia geht vom Platz und Robert Bauer kommt in die Partie. Auch ein junger Mann, den sich die Veteranen eingekauft haben. Hat auch noch Potenzial. Mal sehen, ob er hier in den letzten 12 Minuten noch etwas reißen kann. Er führt doch gleich den Einwurf aus auf Lennarty. Geht jetzt auch ins Dribbling. Macht er relativ gut gegen Barkok, aber dann leider der Fehlpass. Und die Frankfurter haben wieder den Ball. Gacinovic. Mascarell spielt den schön durch auf Bastian Oczipka. Rübergelegt, Barkok. Nach vorne gelegt auf Marco Fabian. Er könnte jetzt die frühe Flanke bringen, aber geht er ins Dribbling gegen Robert Bauer. Macht er gut. In die Mitte gelegt, Oczipka. Beißen sich jetzt etwas fest und dann Robert Bauer. Super Zweikampf und jetzt ist Werder wieder am Zug. Über Florian Grillitsch, Mitte gelegt. Jetzt haben die Werderaner mal ordentlich Platz, aber Serge Gnabry verunglückt der Pass da aber sowas von. Den Pass kann man schon als Katastrophenpass bezeichnen. Das wäre eine super Situation gewesen, hätte er ihn rauslegen können auf den Außenspieler. Dann wäre da ganz viel Platz gewesen. Ich müsste sogar... Spielt Werder und dann ist nochmal Seferovic da, während ich hier ein bisschen am Überlegen war. Was ein Kracher von Haris Seferovic. 1-0, 86. Minute. Da habe ich gerade überlegt, wer da vorne spielt. Und dann Seferovic mit der Direktabnahme. Unterkant der Latte. Keine Chance für Felix Wiedwald, da noch irgendwas zu halten.
Und das Tor hat mich jetzt auch etwas überrascht. Das war auch ziemlich überraschend, nachdem Werder eben fast eine gute Gelegenheit gehabt hätte, die sie nicht gut ausgespielt haben, war ich noch etwas perplex. Und dann der eingewechselte Mann, Haris Seferovic, in der 86. Minute schießt das 1:0 für Frankfurt. Das läuft ja so ähnlich wie bei der letzten Begegnung beider Mannschaften, nur diesmal läuft es andersrum. Eintracht Frankfurt führt mit 1:0. Werder muss jetzt kommen. Vielleicht ja jetzt über Lennart T. Clemens Fritz. Jetzt stehen die Eintracht Frankfurter ziemlich defensiv. Und Fritz weiß nicht, wohin mit der Pille. Läuft da hin und her, spielt jetzt auf Max Kruse. Außen ist Platz. Da sieht er Robert Bauer. Könnte die Flanke schlagen, geht im Dribbling gut vorbei, zieht ab, aber da steht Vallejo. Das war zu ungenau. Dürfte den Eckschuss zur Folge haben. Und da holt sich wahrscheinlich schon Max Kruse wieder den Ball. Und Wiedwald kommt mit nach vorne. Krönt er seine Leistung mit einem Tor? Das wäre überragend. Kommt rein, Sonny! Und Radetzky ist zur Stelle. Und wo ist Felix Wiedwald? Der stand doch nicht etwa an der Mittellinie. Der stand an der Mittellinie. Das soll mir mal einer erklären, was der Torwart an der Mittellinie zu suchen hat. Das macht ja mal gar keinen Sinn. Und jetzt vielleicht nochmal Eintracht Frankfurt mit einem Konter. Seferovic. Mascarell durchgesteckt. Marco Fabian ist frei durch Marco Fabian und Wiedwald ist zur Stelle. Die Nachspielzeit ist jetzt vorbei und das Spiel ist rum. Die Frankfurter gewinnen die Partie mit 1:0. Ja, die Veteraner sichtlich enttäuscht. Trotz der neuen Leute haben sie keinen Sieg eingefahren. Und jetzt steht Werder ganz tief unten drin. Jetzt würde ich euch nochmal gerne fragen, unsere Prognose hat 1:0 für die Eintracht aus Frankfurt ergeben. Was tippt ihr denn? Schreibt es unten rein in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am nächsten Bundesligaspieltag. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. In Bremen fließt ein steter Strom vorbei am Weserstadion. Hier sind wir zu Haus, hier geht's uns gut. Denn Werder zaubert, siegt und lacht. Ja, Werder ist die Fußballmacht. Im Norden.